Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Freunde, ich will euch heute in diesem Video 10 Tipps geben, die euch dabei helfen werden, euer Schattenboxen, meiner Meinung nach die wichtigste Trainingsmethode im Kampfsport, sei es jetzt im Boxen oder Kickboxen oder im MMA, zu verbessern und euch dadurch selbst auf ein ganz, ganz neues Niveau im Kampfsport zu bringen. Warum ist jetzt Schattenboxen meiner Meinung nach die wichtigste Trainingsmethode im Kampfsport und jetzt vielleicht nicht der Sandsack oder Sparring? Dafür gibt es eigentlich zwei Hauptgründe. Grund Nummer eins ist, Schattenboxen kannst du von überall aus machen. Ja, du brauchst dafür keine Ausrüstung, keine Geräte, du brauchst keinen Sandsack, du brauchst keinen Ring. Das kannst du zu Hause machen, in deinem Zimmer, wenn du Langeweile hast. Unter der Dusche kannst du ein bisschen Schattenboxen. Im Urlaub, am Strand oder irgendwo. Es geht von überall und es geht immer. Punkt Nummer zwei. Du hast beim Schattenboxen all die Zeit der Welt, dich wirklich langsam auf deine Aktionen zu konzentrieren, dir wirklich Zeit zu nehmen, deine Aktionen flüssig und technisch sauber auszuführen, ohne Druck zu haben, dich schnell zu bewegen, weil du vielleicht einen Treffer oder einen Konter dann von einem Gegner beim Sparring bekommen könntest. Das sind, wie gesagt, meiner Meinung nach die zwei Hauptgründe, die mich zu dem Schluss führen, dass Schattenboxen das Beste ist, was wir machen können, um uns zu verbessern. Und jetzt, wie gesagt, gebe ich euch 10 Tipps und ein, zwei zusätzliche Methoden, die euch dabei helfen werden, euer Schattenboxen wirklich extrem zu verbessern. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und wie immer, Freunde, ganz wichtig, wenn euch meine Videos gefallen, wenn euch meine Tipps gefallen und ihr mir dabei helfen möchtet, mehr Reichweite auf YouTube aufzubauen, dann könnt ihr das tun, indem ihr einfach den Daumen hoch drückt, Kommentare hinterlasst, ja, so viele Kommentare wie möglich, völlig egal, was ihr eigentlich schreibt, einfach nur um YouTube zu zeigen, das Video ist interessant für die Leute. Und natürlich, wenn ihr das noch nicht getan habt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr verpasst. So, meine Freunde, Tipp Nummer 1, fangen wir gleich damit an. Eines der wichtigsten Sachen überhaupt, und zwar unsere Beinarbeit. Ihr solltet euch im Schattenboxen wirklich die Zeit nehmen, an einer sauberen Beinarbeit zu arbeiten. Ich sehe das leider viel, viel, viel zu oft, dass hier Leute sich im Training mitten in den Ring stellen, beispielsweise, ja, mit beiden Beinen angewurzelt am Boden, ja, wie so ein Baum, und dann fangen die an, irgendwelche Kombinationen hier zu schlagen. Ja, ja, wie wild wird irgendwas hier geschlagen? Aber völliger Quatsch. Wenn ihr das so trainiert, werdet ihr im Kampf, werdet ihr im Sparring richtig eine auf die Nase bekommen. Ihr solltet stattdessen immer darauf achten, dass ihr im Schattenboxen immer beweglich seid. Völlig egal, was es ist. Ja? Auch wenn es nur beispielsweise lockeres Skipping ist, wie wenn ihr Seil springen würdet. Ja, hier immer locker vorwärts, rückwärts, bam, bam. Immer in Bewegung bleiben. Ja? Sidesteps üben, zack, zur Seite, nach vorne, nach hinten. Ja, Winkelwechsel, völlig egal, was es ist. Nehmt euch mal die Zeit und macht mal eine Runde oder vielleicht zwei Runden nur Beinarbeittraining beim Schattenboxen. Ganz, ganz, ganz locker. Es muss auch alles nicht so schnell und explosiv sein. Es kann auch einfach mal ganz langsam sein. Bam, bam. Ja, hier bewegen, bewegen, vorwärts bewegen, Seite, rückwärts. Nehmt euch wirklich die Zeit, arbeitet an eurer Beinarbeit. Außerdem, Freunde, ihr solltet immer schauen, dass ihr zurück in eure Ausgangslage, in eure Ausgangsposition kommt, egal was ihr gerade gemacht habt. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Sidestep mache, von meiner Seite nach rechts, ja, dann führt mein rechtes Bein die Bewegung mit einem lockeren Schritt an und mein linkes Bein passt sich der Bewegung an, ja, indem ich das wieder ranziehe. Und wie ihr sehen könnt, ich stehe hier wieder in meiner Grundstellung. Wenn ich das im Schattenboxen nicht anständig und sauber trainiere, kann es sein, dass ich dann im Kampf oder im Sparring den Fehler mache und dann folgendermaßen. Ich mache einen Schritt raus, zack, zack. Ich habe einen Sidestep gemacht und jetzt, Gott, meine Füße stehen auf einmal direkt nebeneinander, weil ich mir nicht angewöhnt habe, immer wieder zurück in meine Ausgangsstellung zu kommen. Und was ist jetzt das Problem? In dieser Position habe ich kein Gleichgewicht, ich habe keine gute Balance, ich kann mein Gewicht nicht in die Schläge verlagern, ich kann nicht gut ausweichen, gar nichts geht in dieser Position. Wenn ihr so im Kampf steht, kriegt ihr richtig eine auf die Nase. Ja? Und da gebe ich euch jetzt noch einen zusätzlichen Tipp. Ja? In diesem ersten Tipp gibt es noch einen zusätzlichen Tipp, wie ihr das trainieren könnt. Und zwar braucht ihr dafür nichts weiteres als einfach ein Gummiseil. Folgendermaßen. Wir nehmen dieses Gummiseil und spannen es uns zwischen die Beine, ja, oder zwischen die Füße, so dass es halt ungefähr eurer Ausgangslage entspricht. Ja, hier, ich muss das mal einmal extra umwickeln, damit es passt. Wenn ich in meiner Ausgangssituation stehe, ist das Seil angespannt. Ja? Wenn ich zu nah stehe, berührt das Seil den Boden. Wenn ich zu weit stehe, merke ich ganz deutlich die Spannung und muss meinen Schritt hier anpassen. Und jetzt, völlig egal, was ihr macht, ihr merkt, dass ihr euren Schritt anpassen müsst. Wenn ich nach rechts rausgehe, merke ich direkt, wie es hier zieht und muss anpassen. Vorwärts,
rückwärts, seitwärts, bam, Winkelwechsel, völlig egal was es ist. Ich passe hier meine Stellung einfach immer an. Nehmt euch einfach mal eine Runde Zeit und hier wirklich zack, bam, 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 bam. Wirklich Bewegungen üben und wirklich darauf achten, dass ihr immer wieder zurück in eure Position kommt. Tipp Nummer 2, meine Freunde. Schattenboxen ist nicht nur Angriff. Das bedeutet, nicht einfach in den Ring stellen, hier bewegen und dann irgendwie bah, 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 irgendwelche Schlagkombinationen machen, sondern auch an eurer Verteidigung arbeiten. Stellt euch vor, ihr schlagt und dann müsst ihr auf einmal ausweichen. Ja? Ihr müsst bam, abtauchen. Oder nur Verteidigung. Ihr steht da und ihr nehmt Schläge an. Ihr schaut, wie ihr einen Schlag abtauchen oder meiden würdet. Jetzt kommt eine rechte Gerade, bam, rausmeiden, Jab, meiden, abtauchen, abtauchen, haken, ja. Oder einfach nach vorne, nach hinten meiden. Oder wie könnt ihr Schläge, die ihr nicht mehr meiden oder abtauchen könnt, beispielsweise blocken? Was könnt ihr machen? Jab kommt, ich fange den Jab auf, bam. Ich lenke den Jab weg, bam, weglenken. Unterarm weglenken oder mit dem Unterarm blocken. Mit der Schulter blocken, zack. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir mit verschiedenen Situationen im Boxen oder im Kampfsport umgehen können. Nutzt die Zeit im Schattenboxen, um wirklich an jedem einzelnen dieser Punkte zu arbeiten. Ihr könnt beispielsweise auch einfach mal die Hände hinter den Rücken nehmen und einfach nur hier ein bisschen an Oberkörperbewegungen arbeiten. Das ist genauso Defense-Training. Tipp Nummer 3, Freunde, realistische Aktionen. Ich weiß, ihr seht beispielsweise irgendwelche Pratzenarbeit von Floyd Mayweather und irgendjemand, die stehen dann da und schlagen irgendwelche Kombinationen. Aber seien wir mal ehrlich, solche Kombinationen funktionieren im Kampf oder im Sparring nicht. In den allerwenigsten Fällen werdet ihr jemanden beispielsweise in den Ecken oder in den Seilen gestellt haben, um hier 7, 8, 9 oder 10 Schläge zu bringen. Wie gesagt, arbeitet an Vierer-Kombos, Dreier-, Vierer-Kombos, Jab, Jab, ja, Jab, Haken, Cross oder hier Jab, Meiden, Leberhaken oder Jab, Uppercut, Haken, Cross, ne, Vierer-Kombination und arbeitet wirklich an diesen realistischen Kombinationen, damit ihr wirklich die in euer Fleisch und Blut einbrennt. Tipp Nummer 4, Freunde, stellt euch einen Kampf, stellt euch einen Gegner vor. Ihr solltet euch im Schattenboxen immer vorstellen, dass ihr jemandem entgegensteht und wirklich auch gerade mit ihm kämpft. Vielleicht habt ihr mal einen großen Gegner, ihr habt einen kleinen Gegner, ihr habt einen Gegner, der gerne in den Nahkampf kommt, der gerne in der Distanz boxt. Das sind alles verschiedene Situationen, an die ihr anders herangehen müsst. Ja? Wenn ihr beispielsweise euch vorstellt, ihr habt einen großen Gegner, dann müsst ihr jetzt die Schläge immer etwas weiter nach oben bringen. Ihr könnt jetzt auch einfach nicht mehr hier irgendwelche lockeren Uppercuts schlagen, weil die nicht zum Kinn treffen, weil hier gibt es kein Kinn, sondern sein Kinn ist hier oben. Da müsst ihr die Uppercuts anders bringen. Ja? Hier von unten, zack, reingehen. Ja? Zack, zack, hier Uppercut reinbringen. Oder wenn ihr Aufwärtshaken macht zum Körper, dann müsst ihr den hier vorne bringen, anstatt hier unten. Oder euer Gegner ist kleiner, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr euch hier mehr verschließt, damit er euch nicht zum Körper bearbeiten kann, damit er nicht eure Schläfe oder euer Kinn trifft. Ja, hier mehr an der Deckung arbeiten oder an kurzen Treffern hier in der Innenseite, ja, kurzen Kontern. Bah, bah, bah. Ja, verschiedene Situationen vorstellen und an verschiedene Herangehensweisen arbeiten. Außerdem lernen, Aktionen aufzubauen. Das bedeutet, ich stelle mir jetzt vor, ich habe einen Gegner vor mir und ich versuche jetzt, meine Aktion vorzubereiten, indem ich ihn ein bisschen in die Seile dringe. Wie mache ich das? Ich fange an, Druck aufzubauen. Also ich gehe in den Gegner ran, Jab, ja, Jab, Jab. Jetzt habe ich ihn schon 2-3 Schritte nach hinten gebracht und jetzt ist er vielleicht irgendwo dann in der Nähe von den Seilen. Ja. Jetzt ist er hier und jetzt komme ich dann, bam, 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 bam. Mit einer längeren, mit einer größeren Kombination, um meine Aktion zu beenden. Nicht die ganze Zeit volle Kombo, bam, 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 irgendwelche Kombinationen schlagen, sondern wirklich eine Situation im Kampf vorstellen und euch vorstellen, wie ihr verschiedene Dinge aufbauen könnt, um den Gegner so weit zu bekommen, wie ihr ihn haben möchtet. Tipp Nummer 5, Freunde. Ein Fehler, den sehr, sehr, sehr viele machen und ich mache ihn auch noch ab und zu, und zwar ist es nicht die Fäuste zu schließen. Man sieht es oft, die Leute stehen hier beim Schattenboxen, mit offenen Händen wird hier alles geschlagen. Das Problem hierbei ist eigentlich ganz eindeutig, wenn ihr immer lernt, so zu schlagen beim Schattenboxen, dann werdet ihr im Kampf
eure Fäuste nicht richtig schließen und dann trefft ihr am Ende hier irgendwie und bricht euch dabei die Hand. Passiert sehr oft, könnt ihr ganz leicht vermeiden, indem ihr wirklich immer eure Faust schließt und richtig euch vorstellt, mit den Knöcheln zu treffen. Nehmt mal eine halbe Kilo oder ein Kilo Kurzhanteln und macht Schattenboxen damit. Ja? Ihr könnt jetzt nicht mehr eure Hände offen halten, sonst verliert ihr die Hanteln. Ganz einfach. Jetzt Fäuste schließen und jetzt hier. Boom. Bam, bam, bam. Ganz locker an eurer Technik arbeiten. Ja? Boom, boom, boom. Bam, bam, bam. Hanteln, beste Mittel, um daran zu arbeiten, dass ihr eure Fäuste immer geschlossen haltet. So, meine Freunde, die nächsten 5 Tipps gibt es dann in Teil 2 von diesem Video am Mittwoch. Wenn euch also meine ersten 5 Tipps gefallen haben und ihr wissen wollt, was ich noch zu sagen habe, was ich euch noch zu zeigen habe, dann schaut am Mittwoch auf jeden Fall vorbei. Und ja, bis dahin, Daumen hoch drücken, Kommentar hinterlassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns dann im nächsten Video. Meine Freunde, macht's gut, ciao, ciao.